Hi, Andrzej hier für tabletblog.de, wieder mit dem Samsung Galaxy Note 10.1, das wir uns heute mal etwas genauer anschauen wollen, und zwar hauptsächlich den Stylus, denn das ist ja einer der Features, weshalb man zu diesem Tablet greifen wird. Der Stylus verbirgt sich hier unten im Gehäuse drin, geht schön ganz rein, steht nichts über, und wenn man den herauszieht, öffnet sich hier so eine Leiste mit ein paar Apps, die damit gut funktionieren. Die kann man beliebig konfigurieren, da kann man auch andere Apps reinpacken. Und ja, öffnen wir doch einfach mal die S-Note-App und schauen uns an, was man mit dem Stylus hier so Schönes machen kann. Hier können wir verschiedene Vorlagen auswählen, wir nehmen mal eine ganz normale. Und haben wir das offen, können wir zeichnen, rummalen, irgendwelche schönen Sachen hier rummalen, was immer man machen möchte. Man kann aber auch ganz verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel Formeln schreiben. Da wählen wir wieder einen anderen Stift für aus. Den schwarzen hier. Gehen wir wieder auf Formeln und dann kann man Formeln schreiben. Wenn ihr zum Beispiel Mathe- oder Physikstudenten seid, dann werdet ihr das sicher ab und zu brauchen. Wir können zum Beispiel 3 plus 3 plus 2. Das ist jetzt nicht das Schwerste, aber dann können wir zum Beispiel die Wurzel daraus ziehen. Und dann können wir das hier einfügen. Dann habt ihr schön eine saubere Formel. Das kann besonders hilfreich sein, wenn ihr PDFs bearbeitet oder was auch immer. Wir können auch sowas hier machen. Damit kann man recht komplizierte Sachen machen und auch ziemlich lange Formeln. Das funktioniert sehr gut. Was haben wir hier noch für Funktionen? Wir haben Form zu passen. Da könnt ihr zum Beispiel ein Dreieck malen. Das muss schon einigermaßen richtig sein. Da werden eigentlich Striche gerade gemacht oder Kreise. Zum Beispiel ein Kreis hier wird dann richtig ein Kreis. Ein Viereck, ein richtiges Viereck. Man muss schon einigermaßen gerade schreiben. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit wir es nochmal testen können. Jetzt mal ein sauberes Dreieck. Da geht doch. Da wurde der Strich noch erkannt. Aber ihr seht es, damit kann man eben irgendwelche Formen gerade machen, damit das ein bisschen schöner aussieht. So eine Art Linealersatz hierfür. Obwohl man theoretisch natürlich auch ein Lineal hier drauflegen könnte, um dann Striche zu machen. Eine weitere Funktion ist Handschrift zu Text. Dafür öffnen wir mal schnell eine neue Seite. Da haben wir ja schon alles vollgemalt. Und da kann man dann eben ganz normal schreiben, zum Beispiel Hallo, das ist ein Test. Das müsst ihr erkennen. Hallo, das ist ein Test, alles erkannt, das ist super. Er konnte sogar meinen Namen erkennen, der ja nicht ganz so einfach zu schreiben ist. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Hat er auch erkannt. Also die Handschrifterkennung hier ist wirklich gut. Man sollte schon ein bisschen sauber schreiben, dann erkennt das auch und transformiert das zu richtigem Text. Hier oben könnt ihr dann zum Beispiel Sachen löschen, Leerzeichen einfügen, Enter-Taste. Hier könnt ihr in den Zeilen hin und her springen, wenn ihr zum Beispiel aus diesem N hier, keine Ahnung, ein M machen wollt. Oder was auch immer. Das kann man dann hiermit machen. Gut, das waren diese drei Funktionen. Die sind ganz nett und können ganz lustig sein, besonders zum Arbeiten, wenn man PDFs bearbeitet. Gehen wir wieder raus. Hier können wir natürlich auch ganz normal schreiben mit der Tastatur und uns so Notizen hinzufügen. Machen wir es wieder runter. Und ein Radiergummi haben wir natürlich auch. Da können wir zum Beispiel hier rauf gehen. Wir müssen den wieder auswählen. Und hier Sachen wegradieren. Hier, das ist eine Zurücktaste, hier könnt ihr Bilder einfügen, Sprachnotiz machen und so weiter. Was manchmal ein bisschen stört ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier aufhab, aber runter will, die Seite runter oder hoch möchte, dann muss man das hier erst wieder auswählen. Denn wenn man das macht und jetzt hochscrollen möchte, dann schreibt man natürlich, man muss das erst auswählen, dann kann man hoch und runter scrollen. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Hochkantmodus. Da seht ihr dann auch die ganze Seite, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer dann. Speichern wir das mal und machen wir was anderes, was sehr oft
gefragt wurde, schließen erstmal, wir bearbeiten mal eine PDF. Da diese muss erst importiert werden in dieses S-Note-Format, ich weiß nicht, was das ist, aber es ist ein spezielles Format. Ihr müsst PDFs oder Bilder also erst reinformatieren. Da gehen wir mal schnell zum Dropbox-Account und öffnen hier eine erste Version des Galaxy Note 10.1 Tests. Den schriftlichen Text, da werden jetzt zwei Seiten importiert. Das dauert immer ein bisschen, ihr seht, bei zwei Seiten dauert das nicht zu lange. Aber wenn ihr 400 Seiten importiert, dann müsst ihr schon ein paar Minuten warten. Das habe ich einmal gemacht und ich glaube, es hat fast 10 Minuten gedauert. Zwischen 5 und 10 Minuten irgendwo, das dauert also. Und ja, hier könnt ihr dann erstmal lesen oder schreiben. Zum Beispiel können wir hier irgendwas auswählen, Pfeil machen und wichtig, schreiben. Ihr könnt auch Sachen unterstreichen. Wählen wir zum Beispiel diesen Stift hier aus und dann können wir wichtige Sachen unterstreichen. Hier unten kann man dann zur nächsten Seite wechseln und man kann natürlich auch diese Handschriftfunktion benutzen oder die Formelübereinstimmung. Wählen wir wieder einen anderen Stift hier aus, schwarz und dünn. Und angenommen, ist das jetzt irgendeine Physik-PDF oder eine Mathe-PDF und ihr wollt ein paar Formeln da reinschreiben, dann könnt ihr eben wieder, was wir eben gemacht haben, sowas machen. Das wird dann schön. Da wurde nicht alles richtig erkannt, vielleicht weil ich so schräg geschrieben habe, aber auch daraus können wir wieder eine Wurzel ziehen. Na, das war diesmal wohl ein bisschen zu viel. Machen es mal wieder gerade. Da habe ich jetzt schön gerade geschrieben, das erkennt er auch. Na, die Wurzeln noch nicht ganz. Jetzt aber, weil ich eben so angefangen habe, hat er daraus zwei Wurzeln gemacht. Wir versuchen es aber nochmal. Das sieht jetzt auch schön aus und das können wir dann einfügen und dann habt ihr hier eine Wurzel drin. Ihr könnt natürlich auch diese Handschrift zu Text machen. Und Hallo schreiben oder was auch immer. Das funktioniert auch, also auch mit der PDF ganz gut. Das könnt ihr dann, wenn ihr fertig seid, speichern erstmal. Und hier könnt ihr es jetzt weiter bearbeiten, wenn wir hier rausgehen. Dann haben wir das hier. Und das kann auch weiter bearbeitet werden. Da könnt ihr jetzt wieder Sachen reinmalen. Oder auch alte Sachen wegradieren. Wo haben wir gezeichnet? Hier hatten wir eben gezeichnet. Das kann man auch wegmachen. Aber damit ihr sie wieder als PDF habt und auch woanders lesen könnt, auch mit jedem PDF-Reader auf dem PC oder auch ausdrucken wollt, dann müsst ihr das wieder exportieren. Das haben wir hier. Dann wird das hier dann als PDF exportiert. Dann müsst ihr erstmal die Seiten auswählen, die ihr exportieren wollt. Dann auf OK gehen, als PDF. Dann werden die Seiten wieder als ein PDF konvertiert und die findet ihr dann im S-Note Export Ordner. Und von da aus könnt ihr sie wieder zu Dropbox schieben oder drucken oder was auch immer ihr machen wollt. Was leider nicht funktioniert, ihr könnt jetzt diese PDF, die wir exportiert haben, die könnt ihr zwar wieder importieren, aber dann könnt ihr dieses hier nicht mehr bearbeiten. Das könntet ihr dann nicht mehr wegradieren zum Beispiel. Das geht leider nicht. Ihr könnt ja auch den Text hier, der hier schon da ist, nicht bearbeiten. Das funktioniert mit S-Note also leider nicht. Aber Sachen unterstreichen und Notizen hinzufügen, wie mit richtigem Papier, das funktioniert. Und das funktioniert auch sehr gut. Was wir hier natürlich auch noch haben, ist die Mehrfachbildschirmfunktion. Das habe ich schon in einem extra Video gezeigt. Da könnt ihr jetzt neben der S-Note-App noch den Browser öffnen oder eine PDF-Datei oder ein Video und dann nebenbei Notizen machen. Also diese Apps und die S-Note-App kann man dann Seite bei Seite öffnen. Was machen wir einfach mal mit Polaris Office hier. Und da könnt ihr PowerPoint-Präsentation schauen und nebenbei euch Notizen machen. Das habe ich in einem extra Video schon gezeigt. Schaut mal bei dem Kanal vorbei. Ja, das sind hauptsächlich die Funktionen, die Sachen, die man mit dem Stylus hier machen kann. Viel mehr leider nicht. Wir können jetzt nicht in Polaris Office
eine PDF oder irgendwas anderes öffnen. Ach, das haben wir hier schon. Wir schließen das eben. Ihr könnt jetzt nicht ein Word-Dokument öffnen. Ah, ihr könnt jetzt nicht ein Word-Dokument öffnen und dann hier mit dem Stylus schreiben. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert wirklich nur in der S-Note-App. Da kam gerade eine Benachrichtigung. Wie gesagt, leider funktioniert das nur in der S-Note-App. Außerhalb der S-Note-App funktioniert dieser Stylus hauptsächlich als Fingerersatz. Anders geht das auch nicht wirklich, da diese Stylus-Funktion nicht wirklich in Android integriert ist. Das musste Samsung hinterher alles hinzufügen. Bei Windows 8 ist das bekanntlich anders. Da kann man wirklich in jedem Textfeld auch mit einem Stylus schreiben. Hier ist das leider nicht so einfach möglich. Ja, sonst ist das aber ziemlich nett, was man mit der S-Note-App machen kann. Vielleicht wird man das als Student ganz gut brauchen können. Das war der Stylus, der S-Pen, wie Samsung ihn nennt, und die S-Note-App auf dem Samsung Galaxy Note 10.1. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in den Kommentaren, dann schauen wir uns fürs Testvideo vielleicht noch ein paar weitere Sachen an. Ich bin Andrzej für tabletblog.de, vielen Dank fürs Zusehen.